Rasch ins Bett jetzt, ab, schnell. Nein, machen wir nicht. Ja, freilich, du lauser, du. Nein. Ja, freilich, was weißt du, nein, schnell jetzt. Ich mag nicht. Was ist Nox, freilich, magst du? So, ab jetzt. Julia? Kommst du auf ein Glas nach unten? Ich komme. Norden kommt nicht in Frage, das ist zu kalt. Venedig ist einfallslos. Kenia ist zu heiß. Karibik oder Rio. Was hältst du vom Karneval in Rio, Schatz? Zu viele schöne Frauen. Okay, dann lass mal den Globus entscheiden. Neukaledonien. Ja, ist doch genau der richtige Ort für eine Hochzeitsreise. Vielleicht gibt's gar keine. Eine Hochzeitsreise? Entschuldige. Ja, eine Hochzeit. Ja, du meinst wegen der Geschichte da mit der Geburtsurkunde. Also, diesmal kommt nichts dazwischen. Das schwöre ich dir. Was steht denn eigentlich bei uns an der Tür? Wieso? Was steht an der Tür? Ja, welcher Name? Ja, Sagara. Warum? Warum nicht Heininger? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Na gut, okay, vielleicht Sagerer, Heininger oder vielleicht Heininger Sagerer, aber das klingt erstens ganz blöd. Und zweitens, passen diese Doppelnamen passen überhaupt nicht in das Kastel an der Tür. Und drittens ist doch ganz klar, dass du den Namen von deinem Ehemann annimmst. Wieso ist das klar? Weil das so üblich ist. Also mein Name ist mindestens so schön wie deiner. Und wenn ich daran denke, was ich bei der Scheidung bitte, alles... Bitte, jetzt redest du von Scheidung, wir sind noch gar nicht verheiratet. Also du machst mir vielleicht Spaß. Ja, also ich wollte bloß sagen, der Maxl schlaft jetzt, gell? Und ich gehe dann auch, wenn's nichts mehr brauchen. Oder brauchen's noch was? Doch, ein Schnaps, aber den hol ich mir selber. Gute Nacht, Fanny. Gute Nacht, Bernand. Wir könnten ja eine ganz neue Namensidentität annehmen, zum Beispiel Heingerer oder Zahninger. Das klingt doch gut. Schmarrn. Ich sehe nur nicht ein, warum sich eine Frau immer total vereinnahmen lassen soll. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Ach, der Mensch ändert sich doch nicht nur, weil er seinen Namen ändert. Ja, eben. Also gut, wenn es dich glücklich macht, dann nenne ich mich von jetzt an Dr. Heininger. Na, servus. Na, Dr. Sagra finde ich doch besser. Einfach mal. Weil es mir eigentlich wurscht ist. Und weil ich den heiraten will, in den ich mich verliebt habe. In den Sagra. Das sage einer, die Frauen sind nicht kompliziert. Es macht also nichts, Herr Pastor, dass meine zukünftige Frau katholisch ist. Martin Luther hat gesagt, wenn sich Hans und Grete einig sind, kann der Himmel nichts dagegen haben. Ja, wenn das so ist,
Schauen Sie, die evangelische Kirche hat da weniger Berührungsängste. Wenn uns jemand um den ehelichen Segen bittet, kriegt er ihn in aller Regel. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass Ihr katholisches Gewissen Sie etwas kneift. Das wäre normal. Und der Maximilian, der bleibt sowieso katholisch. Schon, weil er in den Religionsfreistunden sein Fußballtraining hat. Sagen Sie mal, Herr Pastor, lassen sich eigentlich noch viele Paare kirchlich trauen? Tendenz steigend. Ich sage Ihnen auch warum. Weil die Kirche etwas kann, was viele Menschen verlernt haben. Sie versteht zu feiern. Tut mir leid, die Frau Heininger hat heute Urlaub. Dr. Sagra auch. Kann ich was ausrichten? Gern, wann können wir Sie erreichen? Gut, wir melden uns. Auf Wiederhören. Otto, für Sie von der Devisenabteilung in München. Stehkonvent? Ihr Betriebsrat, Frau Heininger hätte uns einen Tipp geben können, was sie von der Belegschaft erwartet. Immerhin als Hochzeitsgeschenk. Ja, und wir reden unsere Chefin in Zukunft an. Ja, ja. Sagra Heininger, Heininger Sagra oder bloß Sagra. Man möchte doch schließlich wissen, woran er ist. Es hat ja noch ein Weilchen Zeit. Hm? Na, dann sagen wir doch einfach Frau Doktor, dann haben wir null Probleme. Ja, wir sind doch nicht in Wien. Ja, wer hat denn nun eine Idee? Und es macht Ihnen nichts aus, Frau Heininger, bei der Konkurrenz zu heiraten? Mir nicht, aber meiner Mutter. Als strenge Katholikin ist für sie so, als hätte sie den Täter vom Freitagskrimi verraten. Als Protestant kann man sich sowas gar nicht vorstellen. Da denkt man an die Kirche nur zu Weihnachten. Mal den Arm heben. Was meinst du mit nicht mehr da? Unser Familienschmuck, der konnte doch nicht in Luft auflösen. Für die Mama hat gewollt, dass die erste Frau, die in die Familie einheiratet, den Schmuck bekommt. Die Gisela, die hat dich doch kurz vor der Hochzeit sitzen lassen. Ja, direkt sitzen gelassen hat sie mich nicht. Also was ist jetzt? Schaffst du das Zeug wieder her oder muss ich erst massiv werden? Freilich, wir schaffen den Schmuck wieder. Geiler Outfit. Sag mal, so willst du zur Hochzeit? Ärmel kommen noch dran? Na, mal sehen, ob noch welche auf Lager sind. Blödsinn. Wenn Sie, Pater Rochus, nach Hamburg fahren und noch einmal mit Julia reden. Warum, Hermine? Sie wissen doch, wie die katholische Kirche über geschiedene Frauen denkt. Oh, dass gerade Sie das sagen. Was glauben Sie, warum ich Klausner geworden bin? Ich lebe da oben im Berg, weil ich den ganzen rituellen Klimbim meiner Kollegen hier unten nicht einen Tag ertragen könnte. Wichtig ist doch, dass man glaubt. Nicht wie man glaubt, Emily. Glaube kommt aus dem Herzen. Es tut gut, das von Ihnen zu hören. Erinnern Sie sich noch, als Julia Diphtherie hatte, mit fast 42 Fieber? Die ganze Nacht haben wir an ihrem Bett gesessen und gebetet. Ja, ich habe ihr damals die Geschichte von Jonas und dem Walfisch erzählt. Am meisten hat sie beschäftigt, wie schlecht es aus einem Walfisch mal riechen müsste, wo er sich doch nie die Zähne putzt. Fünf war es damals. Smiederl. Und jetzt ist sie erwachsen und gesund. Und in zwei Wochen wird sie zum zweiten Mal heiraten. Da hilft alles Beten nichts mehr, außer für eine segensreiche Zukunft. Bleiben wir vernünftig und freuen uns auf einen hoffentlich guten Hochzeitsschmaus. Worauf Sie Gift nehmen können. Wenn es rot ist. Nach Burgunder schmeckt? Gern. Oh, Vater Rochus. Was hab ich bloß angestellt, dass ich mit dem Bruder gestraft bin? Andere haben doch auch normale Geschwister, aber ich? Also unsere Mutter würde sich im Grab umdrehen. Jetzt ist die Welt so groß, aber nein, in derselben Stadt muss er wohnen. Ausgerechnet die Familienklunker. Man, wer verschenkt heutzutage noch Familienschmuck? Es gibt ja so nette Sachen wie zum Beispiel Sammeltassen, Kommunalobligationen oder Fernostreisen.
und was anderes, das käme auf gar keinen Fall in Frage, oder? Nein, nix. Ja, ich meine, du weißt, gar nichts. Sascha, du weißt Bescheid. Okay, Bruderherz, also, auf in den Kampf. Gisela zu Hause. Warum? Weil ich müsste mir einen kleinen winzigen Gefallen bitten. Wissen Sie, war früher auch mal so wie. Auf so, dich habe ich gewartet. Noch etwas Erfreuliches. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt es heiter bis Sonne. Oh, Herr Doktor, grüß Sie. Fanny, also manche Tage sind ein Wahnsinn. Komm jetzt bloß nicht auf die Idee, heiraten zu wollen. Es sei denn, Sie haben Urlaub. Sagen Sie mal, könnte ich mir nicht Butterbrot streichen? Wissen Sie, mir hängt der Magen schon in die Knie kehlen. Sie können aber auch noch den Rest von dem Erbseneinbepfung, den sich der Bub halt gewünscht hat. Schauen Sie. Oh, Fanny, Sie verwöhnen mich ja. Steht schon was drin, wie es Wetter wird? Also, Sie meinen in 2 Wochen? Wissen Sie, das ist eine Tageszeitung, keine Kristallkugel. Es wäre schade, wenn es an so einem Tag regnet hätte. Im Norden weiß man ja nie. Soweit ich weiß, ist die Kirche überdacht. Geht's sind Sie nicht gar so nervös, Herr Doktor. Sie werden nicht operiert, bloß verheiratet. Und das tut ja nicht weh, oder? Ja, zumindest nicht am Anfang. Mmh, ja, köstlich. Also sagen Sie mal, Fanny, wie macht man so einen wunderbaren Erbsentopf? Ganz einfach. Packung aufreißen, im Wasserbad auftauen, ein heißes Würstel hinein, fertig. Ja, Sie glauben doch nicht, dass ich im Augenblick Zeit dazu habe, Erbsen einzuweichen und stundenlang am Ofen rumzustehen. Die sind halt von der Druckerei abgegeben worden. Ach, Ihr Bruder hat übrigens angerufen. Sie sollen ihn unbedingt noch treffen. Ich habe die Adresse aufgeschrieben. Ja, und warum kommt er nicht her? Weiß ich nicht. Er hat gesagt, Sie wüssten schon, richtig geheimnisvoll hat er getan. Da. Ja, was ist? Essen Sie jetzt nicht mehr weiter? Es ist noch zu heiß. Entschuldigung. Ich bin gleich wieder da. Oh, Meier, mei. Verdrehe einem Mann den Kopf. Und er ist reif für die Anstalt. Nicht, dass die Julia mich so sieht. Gottes Willen, wie schaust denn du aus? Ja, der neue Typ von der Gisela. Der wollte das Zeug nicht rausrücken. Ich verstehe es gar nicht, wie sich so ein intelligentes Mädel mit so einem Halunken rumtreibt. Jetzt, red nicht so lange um den Land. Das ist doch nicht alles. Nein, das ist auch nur das, was die Gisela von mir gekriegt hat. So. Die Damen hatte mein Bruder noch die Ehe versprochen. Das weiß ich natürlich nicht auswendig.
Aber ich könnte mal in meiner Vergangenheit systematisch durchblättern. Es heißt ja nicht umsonst, man heiratet eine Familie. Ich weiß gar nicht, ob ich das der Julia überhaupt zumuten kann. Schließlich war ja dann der Sascha ihr Schwager. Und der Maximilian sein Onkel, um Gottes Willen. Mami, so ist es eben. Das Leben ist nicht nur ein Zuckerschlecken. Die zwei erinnern mich an weiße Weihnachten. Ja, wird dauernd von geredet, aber passieren tut's nie. Ne? Ja, im Augenblick suchen sie eine neue Wohnung. Ein Haus! Aha. Ja, wie soll's denn aussehen, Max, das neue Haus? Groß halt. Hund soll drin sein, ein Observatorium und ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. Ja, mit anderen Worten, ganz normales Einfamilienhaus. Habt ihr denn schon was gefunden? Bis jetzt war es nur Schmarrn. Mama sagt, die Hausbesitzer können auf den Mond geschossen. Also das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich glaube, ich muss den Ruf meines Standes dringend zurechtrücken. Ist das überhaupt eine Idee, Herr Kreumann? Wir haben doch genug von den Dingern, da wird doch irgendwas dabei sein, ne? Also die Gegend, die käme schon mal in Frage, gell? Ich tat ja nie in eine Straße ziehen, wo ich unsere Familie zum Nachbarn hätte. Wieso? Findest du das so grauslich? Da, das wäre nicht unsachlich. Gell? Schauen wir mal. Was steht denn da? Rien sans peine. Was heißt denn das? Nix geht ohne Mühe oder so. Das kommt mir auch so vor. Von nix kommt nix. Lieber Ralf. Ach, da ist schon der Grundmann. Ah, guten Tag. Grüß Gott, Herr Grundmann. Lassen Sie sich von dem Gerüst nicht abschrecken. Drinnen ist alles wie aus dem Ei gefällt. Ralf, also sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich bin verliebt. Das möchte ich ja schwer hoffen. In das Haus. Du sollst keine Götter haben neben mir. Ja, Sie meinen, das wäre also wirklich möglich? Ja, lieber Dr. Sager, das liegt ganz bei Ihnen. Es ist ein Traum. Ja? Auch ohne Hubschrauberlandeplatz für den Jungen. Hat Ihnen das gesagt? Ja, also dann hätten wir Zimmer für den Maxl, das Badezimmer, unser Schlafzimmer, das Gästezimmer, dann das Wohnzimmer, Esszimmer, Bibliothek und was ist mit der Fanny? Im Souterrain gibt es eine hübsche kleine Wohnung. Ja, da hätten wir alles beieinander. Herr Grollmann, wenn Sie es wirklich ernst meinen, wann könnte man denn das Haus übernehmen? Na, was heißt ja übernehmen? Kaufen sollen Sie es. Na, ab einer gewissen Größenordnung, da ist doch Mieten völlig unrentabel. Für beide Seiten übrigens. Und? Nun, da ich schon zwei meiner besten Mieter verliere, dann möchte ich wenigstens vorher noch ein kleines Geschäft mit Ihnen machen. Aber Sie machen es doch ein Sonderpreis, Herr Grollmann, oder? Also, wenn ich in Ihre schönen braunen Augen schaue, da kann ich nicht widerstehen. Wenn ich mein Gepperl schaue, wird es mir ganz schlecht. Sie werden schon eine Bank finden, mit der Sie über eine günstige Finanzierung reden können. Ja, so eine blöde Bank gibt es auf der ganzen Welt nicht. Siehst den Lidstrich, Hermine, und das Rouge, genau wie bei meiner Mutter. Sie hat es ja nach ihrem eigenen Ebenbild gemacht. Vor 91 Jahren. Kannst du dir vorstellen, wie schön sie war? Eine Porzellanfigur kriegt nämlich keine Falten, aber Sprünge im Laufe der Jahre. Ich habe sie so wieder hergerichtet, dass sie ausschaut wie meine Mutter vor ihrem ersten Kind. Theresia ist in unserer Familie, seit ich denken kann. Dein Vater hat sie auf einer Auktion ersteigert. Mitten in der Weltwirtschaftskrise. Ja, damals hat eigentlich niemand an Puppen gedacht und keiner an Hochzeit. Aber er hat beides gemacht. Und jetzt ist Julia an der Reihe.
Sag ihr einen lieben Gruß von mir. Du, die Vroni hat die Puppe so liebevoll restauriert. Meinst auch, Julia wird sich freuen. Mhm. Was meinst du mit Ich habe den Kreditantrag von 580.000 Mark auf meinen Schreibtisch gehabt. Ach, ich dachte immer, solche Bagatellen erledigt bei euch der Portier. Vom Sagerer und deiner Tochter. Die wollen sie ein Haus kaufen in Hamburg. So. Mhm. Und was spricht dagegen? Du meinst, ob sie kreditwürdig sind? Na ja, mal, zwei Direktoren unserer Bank, na sicher. Na also, wo liegt da das Problem? Ja, selbst mit einem günstigen 6% belastet sie das mit 4.000 Mark im Monat. Mit dem Geld könnte man bestimmt was Vernünftiges anfangen. Aber bevor sie es so einem Miethai in den Rachen werfen. Außerdem, Julia wird ja bald Mitbesitzerin des Hotels. Weiß sie das schon? Nein. Ich sag's ihr erst bei der Hochzeit. Da wird sie aber Augen machen. Kurs 326.8. Ja, werde ich für Sie alles erledigen. Hamburgensien sind immer was Schönes. Da kriegt man so ein lebendiges Gefühl für die Vergangenheit. Tja, meinen Sie das als Hochzeitsgeschenk? Der gefällt Ihnen nicht? Ich meine, wenn man heiratet, orientiert man sich doch mehr nach vorn, Herr Löhlein. Kann man, muss man aber nicht. Ohne das wäre das hier nicht möglich. Naja. Wie immer, auf dem Parkplatz des Direktors. Bin gleich wieder weg. Kuckuck. Also, ist mein Bruder da? Sascha. Was ist? Dauert's länger? Ich fürchte schon. Was halten Sie denn von einem Gegenangebot? 35% sofort und 15% Einbehaltsklausel. Danke. Wir gehen doch beide davon aus, dass das Geschäft zustande kommt. Ja, soll ich raten? Wall Street. Handwerker. Also die Mama, ein Bernhard und ein Pater Rochus tun wir ins Parkhotel. Dann hätte ich meine Leute beieinander. Ja, was machen wir noch mit dem Handling, mit dem Sucher und dem Stadtlinger? Sag mal, müssen wir die ganzen Bankkanzeln einladen? Die ganzen Einladungen sind schon raus. Na, die für Geschäftsleute noch nicht. Also finde ich, eine Hochzeit ist eine rein private Angelegenheit. Außer Sascha, meine Cousine, habe ich niemanden. Ja, für mich war die Bayernbank in den letzten Jahren so etwas wie die Familie. Also gut, sehen wir es japanisch. Deine Firma, deine Familie. Also die drei im Parkhotel und deine Cousine? Die bekommt nicht frei, die Annalena kommt allein. Annalena, wer ist denn die eigentlich? Die dürfte jetzt so im Alter von Maxl sein. Ja, wunderbar, dann wohnt sie bei uns und der Maxl kann sich um sie kümmern. Glaubst du, das macht er? Ja, freilich. Magst du einen Kaffee? Oh ja, gern. Aufgeregt. Ja, du bist gut. Bist du schon fast der Profi? Wenn das ein Witz sein soll, dann kriegst du Ärger, frecher Bub. Also, gell, ich bin die Fanny. Und wenn du was brauchst, dann überlegst gar nicht lang, sondern kommst gleich zu mir. Einverstanden, Annalena? Ja. Wo kommst du denn her, sag? Aus Sonnenberg ist es bei Baden-Baden. Hm, eine schöne Gegend. So, und jetzt lernst du erst einmal gleich unseren Maximilian kennen, gell? So, Maxl, das ist die Annalena. Schau mal, was sie mir für schöne Blumen mitgebracht hat. Na, was ist, willst du nicht grüß Gott sagen, du Faulbelz? Doch, ich bin die Annalena. Oh, du hast einen Hamster.
Weißt, das ist der Hansi, ein Meerschweinchen. Ach so. Ich hab dir etwas mitgebracht. Hier, das ist für dich. Ich geh runter und hol mir was zum Trinken. Also, wir Szene kann auch ganz nett sein. Weißt du was, pack doch dabei deine Sachen aus, hm? Dein Zimmer ist gleich gegenüber, gell? Sag mal, spinnst du, Maxl? Da kommt das Mädel von weiß Gott wie weit her und du führst dich so auf. Hoffentlich ist die blöde Hochzeit bald vorbei. Na, da hast du aber schon einmal ganz anders geredet, mein Lieber. Außerdem kriegt der Hansi einen Schreck. Der ist Frauen nicht gewinnt. Jetzt hörst du aber auf, gell? Von mir hat sich der Hansi noch nie erschrocken. Und ich fütter ihn jeden Tag. Das ist doch was ganz anderes. Hat noch jemand angerufen? Die Maurer wollten kommen und die Regal. Tachchen, wir sind heute schon zum dritten Mal hier. Moment! Warum willst denn der Annalena die Alster nicht zeigen? Oder fahrt's mit der U-Bahn runter zum Hafen? Es gibt doch tausend Sachen, die man machen kann. Das ist doch alles blöd. Das Einzige, was ich blöd finde, ist, wie du dich benimmst. Die Annalena ist unser Gast und um Gäste kümmert man sich. Ich bin doch kein Kindermädchen. Nein, kannst du stur sein. Entschuldig, Annalena. Aber Buben sind manchmal so. Hm? Aber das macht doch nichts, Tante Julia. Ich langweile mich schon nicht. Tante Julia. Ich hab nachher sowieso Training. Da kann's ja mitgehen, wenn's unbedingt sein muss. Wenn du überhaupt was vom Fußball verstehst. Oma ist da. Was? Oma! Hast du dein neues Haus schon gesehen? Mit Observatorium und einen eigenen Hubschrauberlandeplatz. Moment mal, junger Mann. So schnell schießen die Bayern auch nicht. Wir sind doch gerade erst angekommen. Ja, Mama, grüß. Julia! Ich freue mich auch. Geht's. Julia. Werner, grüß dich. Gut schaust du aus. Ja, der Mutter blickt mir so gut. Hoffentlich passt bei mir auch so gut. Du, da soll einer sagen, dass Männer nicht eitel sind. Ich habe ihn kaum vom Spiegel weggebracht. Da soll ich ihn wieder ausladen oder was? Fahren Sie ins Hotel lieber, wir gehen zu Fuß. Und kommst du einen Moment an den rein, hä? Naja, wenn du meinst, aber. Du willst lieber zuerst. Jawohl. Ich kenn dich doch. Darf ich bei euch im Hotel schlafen? Ja, warum nicht, wenn es genug Platz hat? Nein. Der möchte sich nur von der Annalena drücken. Das ist die kleine Tochter von der Cousine vom Ralf. Einmal soll er Kavalier spielen und was macht er? Nix. Ja, wo steckt er denn überhaupt, der Ralf? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hockt er in irgendeinem Eck und versteckt sich und denkt drüber nach, wie er die ganze Sache noch einmal abblasen kann. Nein. Ja, wenn Frauen so lachen, kann sich's nur um uns Männer handeln. Kindisch. Ja, finde ich auch. Bitte. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Kleines, ich komme. Auf dich habe ich gewartet, Süßer. Hier ist nicht.
James Bond trifft Goldfinger am Schlangenfluss. Hoffentlich ist auch keiner gefolgt. Ja, jetzt red nicht so einen Schmarrn. Wo hast denn die Sachen? Da schon her. Na, schon wieder ein blaues Auge? Na, noch viel schlimmer. Die wollte sich gleich mit mir verloben. Das kriegt er recht. Wo ist denn die Brosche? Die Brosche? Ich hab doch gleich gewusst, dass ich was vergessen habe. Die besorge ich schon noch. Wie wär's, hast Lust? Gib auf Alsterwasser. Ich habe schließlich nur eine kleine Nebenbeschäftigung. Die von der Bank denken sowieso schon, wir haben zusammen eine Leiche im Keller begraben. Das macht dich nur interessanter. Da stehen die Mädels drauf. Kannst mir glauben. Deine Mutter nicht da? Na? Schade, ich wollte sie was fragen. Aha. Ob sie weiß, wo Norderstedt ist? Weiß sie. Du auch? Mhm. Kannst du mir sagen, wie ich da hinkomme? Ja, mit der U-Bahn. Ist das weit? Es geht. Was magst denn du überhaupt dort? Ein Freund meines Vaters besuchen. Er hat 4 Jahre neben uns gewohnt. Mhm. Vielleicht kennst du ihn. Er heißt Thomas von Hesen. Die Kinder im Fußballer, der heißt so. Ja, ja, genau. Was? Du behauptest, du kennst den Thomas von Hesen? Den Stürmer vom HSV? Na klar, ich habe gerade mit ihm telefoniert. Und der hat gesagt, das ist ein Psycher. Ja. Natürlich bringe ich dich hin. Na, verfasst dich noch. Muss denn ich heute wieder zum Training? Ach was, Training? Was meinst du, was die für Augen machen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich beim von Hesen war? Das kommt schon. Du magst ihn doch nicht warten lassen. Da, der Thomas. Gut, gut, gut. Okay, die Struktur direkt. Jupp, jupp. Aus und raus. Jupp. Gut, 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 gut. Der mit dem Ball jetzt, das ist die Jusuf. Los, lauf doch! Komm mit! Tor! Tor! Hast du das gesehen? Das war der Schlag von dem. Sag Annalena, hast du gleich deinen Freund mitgebracht? Familie, hier ist der Max. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, natürlich. Jens, Jens. Hä? Ich hab auch noch eine Bitte, komm doch mal runter. Kann der Max mal mit dir ins Tor gehen? Na okay, ich werde kommen. Super! Bravo! Und er findet 4:4 wirklich besser als eine Sturmspitze? Mensch, eine Frau, die was von Fußball versteht. Irre. Woher kennt ihr euch eigentlich? Na, Nachbarn. Nee, ich mein ihr. Familie. Sie ist die Tochter von der Cousine von meinem Stiefvater. Oder so ähnlich. Wie lange bleibst du noch? Ein paar Tage. Klasse, dann kannst du ja am Sonnabend noch mit uns zum HSV. HSV spielt in Köln, aber zum FC St. Pauli könnt ihr mich einladen. Magst du dann nur Eis? Klar. Was ist denn heute für ein Tag? Freitag. Und was steht auf dem Programm? Wir heiraten. Wann? Um 11. Dann weck mich um 15:45. Mhm.
liebe dich. Ich liebe dich. Auf geht's. Bist du lebendig ausgerichtet? Für mich bloß ein Tee. Ja, ist schon recht. Obacht! Hauptsache, ich komm rechtzeitig zum Friseur. Glauben Sie, was mich heute alles erwartet? Guten Morgen, gehen Sie schon mal ins Schlafzimmer, ich komme dann gleich. Sie, was brauchst du denn das alles? Ich möchte, dass du eine besonders schöne Frau heiratest. Gelungen ist. Darf ich noch einen Tod? Was ist denn? Wenn Fanny kuschelt, dann sprichst du das besser nicht. Fanny, könnten Sie mal schauen, das Hemd, das war da in der. Das Hemd war in der Schachtel, Fanny, und da ist jetzt so ein Knick in der Manschette. Könnte man da noch mal drüber bügeln? Ja, freilich kann man. Boah, das schaut ja süß aus. Man kann sich zum Frühstück auch hinsetzen, falls Sie wissen, was das ist. Tut ihr euch keinen Zwang an, ich muss heute heiraten. Falls ihr wisst, was das bedeutet. Also nach dem Hemd gehe ich zum Friseur, habt's gehört? Die sind halt alle narrisch. Ich mach dir noch einen Toast. Sag mal, hast du irgendwo meine Manschettenknöpfe gesehen? Nein. In Zukunft möchte ich, dass du weißt, wo sich meine Manschettenknöpfe aufhalten. Nein. Irgendeinen Sinn muss die Ehe doch haben. Ja. Das sind sie. Du hast nur mehr Schwein gehabt. Bei Heininger? Was? Ich denke, das ist schon längst erledigt. Ach so. Ja, gut, dann komme ich rüber. Ja. Wer war denn das? Der Maler. Die Mischfarben sind verschwunden. Ich schau noch mal schnell rüber. Vergiss aber nicht, dass du um 11 mit mir eine Verabredung hast. Was ist denn mit den Mischfarben? Ja, nun mal rein in die Stube, Herr Doktor. Tada! Wir haben auch was mitgebracht. Mensch, so. Ja, was ist denn das? Aber Sie haben doch gesagt, dass da noch. Oh, das war bloß ein Trick, Herr Doktor. Ihre Frau hätte Sie doch nie weggelassen. Mal ehrlich. Und wir Handwerker, wir wollen doch auch noch auf Ihre Zukunft anstoßen, ne? Tja. Also, das finde ich ja sehr nett. Dann schenk mal ein, Bauherr. Sie, ja, also, für mich bitte nichts. Da dürfen Sie mir nicht böse sein, aber. Oh, hoppala. Aber ich brauche heute noch einen klaren Kopf. Aber mir ist eh schon ganz damisch. Sie wären nicht der Einzige, der hinterher nicht mehr weiß, wie er verheiratet worden ist. Oh, schafft Zeiten. Die sind noch. Also lassen Sie mal, das bringt Glück. Ja, also meine Herren, dann. Auf Ihr Spezielles! Ja, also dann bedanke ich mich sehr für Ihre Anteilnahme und wünsche ein schönes Wochenende. Alles Gute! Ja, und liebe Grüße an Ihre hübsche Frau! Ja, richtig aus! Schöne Farbe. Ja!
Verkehrskontrolle. Grüß Gott. Ihren Führerschein und Ihre Papiere, bitte. Oh. Es tut mir jetzt leid. Aber wissen Sie, ich bin gerade unterwegs zu meiner eigenen Hochzeit. Und da brauchen Sie keine Papiere? Nein. Ja, doch, doch. Wo kommen Sie denn her? Von der Baustelle. Ah. Sie fahren von der Baustelle direkt mal eben zu Ihrer Hochzeit? Ja. Wissen Sie, die Handwerker, die wollten bloß mal kurz anstoßen. Sie haben getrunken? Eben nicht. Keine Tropfen. Dafür duften Sie aber ganz schön einseitig. Das kann ich Ihnen erklären. Probleme? Dieser Verkehrsteilnehmer ist sich sicher, dass er nicht getrunken hat. Tja, Herr. Und Papiere hat er auch nicht. Tja, ich denke, dann wollen wir mal aussteigen, ne? Das ist der Chauffeur. Fahr mal. Natürlich fahr mal. Jetzt lass Maria und Josef machen, dass das Narrenspiel bald vorbei ist. Sonst garantiere ich für gar nichts mehr. Wenn Sie sich bitte noch mal setzen. Jetzt führen Sie mit geschlossenen Augen Ihren rechten Zeigefinger im großen Bogen an Ihre Nase. Gut, jetzt den linken. Herr Wachtmeister, es muss doch möglich sein, meine Verhaftung um ein paar Minuten zu verschieben, damit ich heiraten kann, oder? Ihre Angaben haben wir überprüft, Herr Dr. Sagerer. Das wäre in Ordnung. Den Alkohol scheinen Sie ja wirklich nur verschüttet zu haben. Das sage ich ja die ganze Zeit. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie Sie das wieder gut machen wollen. Fangt ja gut an. Herrschaft, die sollen doch aufhören. Der Bräutigam ist noch nicht da. Lass ruhig ein bisschen warm, Leute. Das kann nie schaden. Macht sie die Konkurrenz nicht neidisch, Pater? Mit den Kirchen ist wie mit den Wirtshäusern. Zwei an einem Ort sind nie zu viel. So, und da lacht die Bayernbank. Jawohl. Vielen Dank. Eine wunderschöne Braut, Nontra. Trotzdem, eine Braut mit kleinen Fehlern. Was fehlt dir denn? Der Bräutigam. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Was ist denn los? Warum steht's denn hier rum? Wollt ihr hier Wurzeln schlagen? Sag mal, jetzt wird's aber Zeit. Wie bleibst denn so lang? Du, das will ich dir erzählen. Das glaubst du mir sowieso nicht. Ach, was ist los? Ach, vergiss es. Dein zukünftiger Vater spinnt. Gute Herz, was ist denn? Ja, was wird schon sein? Fällt da was? Jetzt nicht mehr. Ein Foto? Puh.
Ralf Maria Sagera. Willst du Julia Theresa, geborene Heininger, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Julia Theresa Sagerer, geborene Heininger, willst du Ralf Maria Sagerer, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Gebt einander die Trauringe an die Hand. Reicht einander die Hand. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Kniet nieder. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne eure Ehe. Er erleuchte euch durch sein Wort und erfülle euch mit seiner Gnade, dass ihr bleibt in seiner Gemeinde und das ewige Leben erlangt. Friede sei mit euch. Amen. Das Würstel hinein, fertig. Ja, Sie glauben doch nicht, dass ich im Augenblick Zeit dazu habe, Erbsen einzuweichen und stundenlang am Ofen rumzustehen. Die sind halt von der Druckerei abgegeben worden. Ach, Ihr Bruder hat übrigens angerufen. Sie sollen ihn unbedingt noch treffen. Ich habe die Adresse hier aufgeschrieben. Ja, und warum kommt er nicht her? Weiß ich nicht. Er hat gesagt, Sie wüssten schon, richtig geheimnisvoll hat er getan. Da. Ja, was ist? Essen Sie jetzt nicht mehr weiter? Es ist noch zu heiß. Entschuldigung. Ich bin gleich wieder da. Oh, mei. Verdrehe einem Mann den Kopf und er ist reif für die Anstalt. Thank you.
trinkst noch ein Bier. Was soll denn die Heimlichtuerei? Kommen Sie davor wie Hela? Ich wollte halt nicht, dass die Julia mich so sieht. Gottes Willen, wie schaust denn du aus? Ja, der neue Typ von der Gisela. Der wollte das Zeug nicht rausrücken. Ich verstehe es gar nicht, wie sich so ein intelligentes Mädel mit so einem Halunken rumtreibt. Jetzt redet so lange um den Ort. Das ist doch nicht alles. Nein, das ist auch nur das, was die Gisela von mir gekriegt hat. So. Für Damen hat mein Bruder noch die Ehe versprochen. Das weiß ich natürlich nicht auswendig. Aber ich könnte mal in meiner Vergangenheit systematisch durchblättern. Es heißt ja nicht umsonst, man heiratet eine Familie. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das der Julia überhaupt zumuten kann. Schließlich war ja dann der Sascha ihr Schwager. Und der Maximilian sein Onkel, um Gottes Willen. Mami, so ist es eben. Das Leben ist nicht nur ein Zuckerschlecken. Die zwei erinnern mich an weiße Weihnachten. Ja, wird dauernd von geredet, aber passiert tut's nie. Ne? Ja, im Augenblick suchen sie eine neue Wohnung. Ein Haus! Aha. Ja, wie soll's denn aussehen, Max, das neue Haus? Groß halt. Hund soll drin sein, ein Observatorium und ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. Ja, mit anderen Worten, ganz normales Einfamilienhaus. Habt ihr denn schon was gefunden? Bis jetzt war es nur Schmarrn. Mama sagt, die Hausbesitzer kennen auf den Mond geschossen. Also das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich glaube, ich muss den Ruf meines Standes dringend zurechtrücken. Ist das überhaupt eine Idee, Herr Kreumann? Sie haben doch genug von den Dingen. Da wird doch irgendwas dabei sein, ne? Also die Gegend, die käme schon mal in Frage, gell? Ich tat ja nie in eine Straße ziehen, wo ich unsere Familie zum Nachbarn hätte. Wieso? Findest du das so grauslich? Da, das wäre nicht unsachlich. Gell? Schauen wir mal. Was steht denn da? Rien sans peine. Was heißt denn das? Nichts geht ohne Mühe oder so. Das kommt mir also vor. Von nichts kommt nichts. Lieber Ralf. Ach, da ist schon der Grundmann. Ah, guten Tag. Grüß Gott, Herr Grundmann. Lassen Sie sich von dem Gerüst nicht abschrecken. Drinnen ist alles wie aus dem Ei gefällt. Es tut gut, das von Ihnen zu hören. Erinnern Sie sich noch, als Julia Diphtherie hatte, mit fast 42 Fieber? Die ganze Nacht haben wir an ihrem Bett gesessen und gebetet. Ja, ich habe ihr damals die Geschichte von Jonas und dem Walfisch erzählt. Am meisten hat sie beschäftigt, wie schlecht es aus einem Walfisch mal riechen müsste, wo er sich doch nie die Zähne putzt. 5 war es damals. Das Mädel. Und jetzt ist sie erwachsen und gesund. Und in 2 Wochen wird sie zum zweiten Mal heiraten. Da hilft alles Beten nichts mehr, außer für eine segensreiche Zukunft. Bleiben wir vernünftig und freuen uns auf einen hoffentlich guten Hochzeitsschmaus. Worauf Sie Gift nehmen können. Wenn es rot ist und nach Burgunder schmeckt, gern. Oh, Vater Rochus. Was hab ich bloß angestellt, dass ich mit dem Bruder gestraft bin? Andere haben doch auch normale Geschwister, aber ich? Also unsere Mutter würde sich im Grab umdrehen. Jetzt ist die Welt so groß, aber nein, in derselben Stadt muss er wohnen. Ausgerechnet die Familienklunker. Ich meine, wer verschenkt heutzutage noch Familienschmuck? Es gibt ja so nette Sachen wie zum Beispiel Sammeltassen, Kommunalobligationen oder Fernostreisen. Anderes, das käme auf gar keinen Fall in Frage, oder? Nein, nix. Ja, ich meine nur was? Gar nichts.
Sascha, du weißt Bescheid. Okay, Bruderherz. Also, auf in den Kampf. Gisela zu Hause. Warum? Weil ich müsste mir einen kleinen winzigen Gefallen bitten. Wissen Sie, war früher auch mal so wie. Auf dich so, habe ich gewartet. Noch etwas Erfreuliches. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt es heiter bis Sonne. Doktor, grüß Sie. Eva, also, manche Tage sind ein Wahnsinn. Komm jetzt bloß nicht auf die Idee, heiraten zu wollen, es sei denn, Sie haben Urlaub, sagen Sie mal, könnte ich mir nicht Butterbrot streichen. Wissen Sie, mir hängt der Magen schon in die Knie kehlen. Sie können aber auch noch den Rest von dem Erbsen einbepfen, den sich der Bub halt gewünscht hat, schauen Sie. Oh, Fanny, Sie verwöhnen mich, ja. Steht schon was drin, wie es Wetter wird? Also, Sie meinen in 2 Wochen? Wissen Sie, das ist eine Tageszeitung, keine Kristallkugel. Es wäre schade, wenn es an so einem Tag regnet hätte. Aber im Norden weiß man ja nie. Soweit ich weiß, ist die Kirche überdacht. Geht's sonst nicht gar so nervös, Herr Doktor? Sie werden nicht operiert, bloß verheiratet. Und das tut ja nicht weh, oder? Ja, zumindest nicht am Anfang. Mmh, köstlich. Also sagen Sie mal, Fanny, wie macht man so einen wunderbaren Erbsentopf? Ganz einfach. Packung aufreißen, im Wasserbad auf. Auf einmal. Weil es mir eigentlich wurscht ist. Und weil ich den heiraten will, in den ich mich verliebt habe. In den Sagerer. Das sage einer, die Frauen sind nicht kompliziert. Macht also nichts, Herr Pastor, dass meine Frau, meine zukünftige Frau, katholisch ist. Martin Luther hat gesagt, wenn sich Hans und Grete einig sind, kann der Himmel nichts dagegen haben. Ja, wenn das so ist. Schauen Sie, die evangelische Kirche hat da weniger Berührungsängste. Wenn uns jemand um den ehelichen Segen bittet, kriegt er ihn in aller Regel. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass Ihr katholisches Gewissen Sie etwas kneift. Das wäre normal. Und der Maximilian, der bleibt sowieso katholisch. Schon, weil er in den Religionsfreistunden sein Fußball trägt. Sagen Sie mal, Herr Pastor, lassen sich eigentlich noch viele Paare kirchlich trauen? Tendenz steigend. Ich sage Ihnen auch warum. Weil die Kirche etwas kann, was viele Menschen verlernt haben. Sie versteht zu feiern. Tut mir leid, die Frau Heininger hat heute Urlaub. Dr. Sagra auch. Kann ich was ausrechnen? Gern, wann können wir Sie erreichen? Gut, wir melden uns. Auf Wiederhören. Otto, für Sie von der Devisenabteilung in München. Stehkonvent? Ihr Betriebsrat. Frau Heininger hätte uns einen Tipp geben können, was sie von der Belegschaft erwartet. Immerhin als Hochzeitsgeschenk. Ja, und wir reden unsere Chefin in Zukunft an. Ja, ja.
Sagra Heininger, Heininger Sagra oder bloß Sagra. Man möchte schließlich wissen, woran er ist. Es wird ja noch ein Weilchen Zeit. Hm? Dann sagen wir doch einfach Frau Doktor, dann haben wir null Probleme. Wir sind doch nicht in Wien. Ja, wer hat denn nun eine Idee? Und es macht Ihnen nichts aus, Frau Heininger, bei der Konkurrenz zu heiraten? Mir nicht, aber meine Mutter. Als strenge Katholikin ist für sie so, als hätte sie den Täter vom Freitagskrimi verraten. Als Protestant kann man sich sowas gar nicht vorstellen. Da denkt man an die Kirche nur zu Weihnachten. Mal den Arm heben. Was meinst du mit nicht mehr da? Unser Familienschmuck, der kann sich doch nicht in Luft auflösen. Für die Mama hat gewollt, dass die erste Frau, die in die Familie einheiratet, den Schmuck bekommt. Nein, die Gisela, die hat dich doch kurz vor der Hochzeit sitzen lassen. Ja, direkt sitzen gelassen hat sie mich nicht. Also, was ist jetzt? Schaffst du das Zeug wieder her oder muss ich erst massiv werden? Freilich, wir schaffen den Schmuck wieder. Geiler Outfit. Sag mal, so willst du zur Hochzeit? Gern, komm ich noch dran. Na, mal sehen, ob noch welche auf Lager sind. Blödsinn. Wenn Sie, Pater Rochus, nach Hamburg fahren und noch einmal mit Julia reden. Warum, Hermine? Sie wissen doch, wie die katholische Kirche über geschiedene Frauen denkt. Oh, dass gerade Sie das sagen. Was glauben Sie, warum ich Klausner geworden bin? Ich lebe da oben im Berg, weil ich den ganzen rituellen Klimbim meiner Kollegen hier unten nicht einen Tag ertragen könnte. Wichtig ist doch, dass man glaubt. Nicht wie man glaubt, Hermine. Glaube kommt aus dem Herzen. Vor allem, du lausse, du. Na? Ja, Freili, was weißt du? Na, schnell jetzt. Ich mag nicht. Was ist noch, Freili, magst du? So, ab jetzt. Julia? Kommst du auf ein Glas nach unten? Ich komme. Kommt nicht in Frage, das ist zu kalt. Venedig ist einfallslos. Kenia ist zu heiß. Karibik oder Rio. Was hältst du vom Karneval in Rio, Schatz? Zu viele schöne Frauen. Okay, dann lassen wir den Globus entscheiden. Neukaledonien. Ja, ist doch genau der richtige Ort für eine Hochzeitsreise. Vielleicht gibt's gar keine. Eine Hochzeitsreise? Entschuldige. Ja, eine Hochzeit. Ja, du meinst wegen der Geschichte da mit der Geburtsurkunde? Also, diesmal kommt nichts dazwischen. Das schwöre ich dir. Was steht denn eigentlich bei uns an der Tür? Wieso? Was steht an der Tür? Ja, welcher Name?
Sagerer? Warum? Warum nicht Heininger? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Na gut, okay, vielleicht Sagerer, Heininger oder vielleicht Heininger, Sagerer, aber das klingt erstens ganz blöd. Und zweitens, passen diese Doppelnamen passen überhaupt nicht in das Kasterl an der Tür. Und drittens ist. Ja, ist doch ganz klar, dass du den Namen von deinem Ehemann annimmst. Wieso ist das klar? Weil das so üblich ist. Also mein Name ist mindestens so schön wie deiner. Und wenn ich daran denke, was ich bei der Scheidung bitte, alles... Bitte, jetzt redest du von Scheidung, wir sind noch gar nicht verheiratet. Also du machst mir vielleicht Spaß. Ja, also ich wollte bloß sagen, der Maxl schlaft jetzt, gell? Und ich gehe dann auch, wenn's nichts mehr brauchen. Oder brauchen's noch was? Doch, ein Schnaps, aber den hol ich mir selber. Gute Nacht, Fanny. Gute Nacht, Bernand. Wir könnten ja eine ganz neue Namensidentität annehmen, zum Beispiel Heingerer oder Zahninger. Das klingt doch gut. Schmarrn. Ich sehe nur nicht ein, warum sich eine Frau immer total vereinnahmen lassen soll. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Ach, der Mensch ändert sich doch nicht nur, weil er seinen Namen ändert. Ja, eben. Also, gut. Wenn es dich glücklich macht, dann nenne ich mich von jetzt an Dr. Heininger. Na, servus. Na, Dr. Sagerer finde ich doch besser. Ralf, also sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich bin verliebt. Das möchte ich ja schwer hoffen. In das Haus. Du sollst keine Götter haben neben mir. Ja, Sie meinen, das wäre also wirklich möglich? Ja, lieber Dr. Sager, das liegt ganz bei Ihnen. Es ist ein Traum. Ja? Auch ohne Hubschrauberlandeplatz für den Jungen. Hat Ihnen das gesagt? Ja, also dann hätten wir das Zimmer für den Maxl, das Badezimmer, unser Schlafzimmer, das Gästezimmer. Dann das Wohnzimmer, Esszimmer, Bibliothek und was ist mit der Fanny? Im Souterrain gibt es eine hübsche kleine Wohnung. Ja, da hätten wir alles beieinander. Herr Krollmann, wenn Sie es wirklich ernst meinen, wann könnte man denn das Haus übernehmen? Na, was heißt ja übernehmen? Kaufen sollen Sie es. Na, ab einer gewissen Größenordnung, da ist doch Mieten völlig unrentabel. Für beide Seiten übrigens. Und? Nun, da ich schon zwei meiner besten Mieter verliere, dann möchte ich wenigstens vorher noch ein kleines Geschäft mit Ihnen machen. Aber Sie machen es doch einen Sonderpreis, Herr Krollmann, oder? Also, wenn ich in Ihre schönen braunen Augen schaue, da kann ich nicht widerstehen. Wenn ich in mein Geldbeutel schaue, wird es mir ganz schlecht. Sie werden schon eine Bank finden, mit der Sie über eine günstige Finanzierung reden können. Ja, so eine blöde Bank gibt es auf der ganzen Welt nicht. Siehst den Lidstrich, Hermine, und das Rouge, genau wie bei meiner Mutter. Sie hat es ja nach ihrem eigenen Ebenbild gemacht. Vor 91 Jahren. Kannst du dir vorstellen, wie schön sie war? Eine Porzellanfigur kriegt nämlich keine Falten, aber Sprünge im Laufe der Jahre. Ich habe sie so wieder hergerichtet, dass sie ausschaut wie meine Mutter vor ihrem ersten Kind. Theresia ist in unserer Familie, seit ich denken kann. Dein Vater hat sie auf einer Auktion ersteigert. Mitten in der Weltwirtschaftskrise. Ja, damals hat eigentlich niemand an Puppen gedacht und keiner an Hochzeit. Aber er hat beides gemacht. Und jetzt ist Julia an der Reihe. Sag ihr einen lieben Gruß von mir. Du, die Veroni hat die Puppe so liebevoll restauriert. Meinst auch, Julia wird sich freuen. Mhm. Was meinst mit mhm? Ich habe den Kreditantrag von 580.000 Mark auf meinen Schreibtisch gehabt. Ach, ich dachte immer, solche Bagatellen erledigt bei euch der Portier. Vom Sagerer? Und deiner Tochter. Die wollen sie ein Haus kaufen in Hamburg.
Und was spricht dagegen? Du meinst, ob sie kreditwürdig sind? Na ja, mal, zwei Direktoren unserer Bank, na sicher. Na also, wo liegt da das Problem? Ja, selbst mit einem günstigen 6% belastet sie das mit 4.000 Mark im Monat. Mit dem Geld könnte man bestimmt was Vernünftiges anfangen. Aber bevor Sie es so einem Miethai in den Rachen werfen. Außerdem, Julia wird ja bald Mitbesitzerin des Hotels. Weiß sie das schon? Nein. Ich sag's ihr erst bei der Hochzeit. Da wird sie aber Augen machen. Kurs 326.8. Ja, werde ich für Sie alles erledigen.